Herzlich willkommen zu Finance TV. Wir sind zurück aus der Sommerpause, gut gebräunt und gut erholt und widmen uns gleich einem Thema, das in dem breiten Aspekt im Moment in aller Munde ist, nämlich das Vordringen, das endliche Vordringen von Frauen in Führungspositionen im Finanzbereich. Und trotzdem gibt es Branchen im Finanzbusiness, in denen das noch gar nicht der Fall ist. Eine davon ist die Private Equity Industrie, eine der letzten Männerdomänen im Finanzgeschäft. Warum das so ist, ob das so bleibt und warum es möglicherweise ein Problem ist, dass es so ist, das besprechen wir heute mit der auf Private Equity spezialisierten Headhunterin Daniela Bremisch von Private Equity Recruit. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe vor ein paar Wochen eine der wenigen Damen aus dem Private Equity Geschäft getroffen und die sagte zu mir, dass sogar bei der Bundeswehr der Frauenanteil höher ist als im Private Equity Geschäft, ihrer Meinung nach. Ist es wirklich so arg? Wie hoch ist der Anteil? Laut der Prequin-Studie, die letztes Jahr im Herbst rauskam, liegt der Anteil bei 9%, also bei den Senior-Positionen, und ansonsten bei 20%. Aber man muss dazu sagen, das ändert sich aktuell. Das heißt, das Frauenthema ist sehr präsent. Die Funds wollen mehr rekrutieren und auch wir als Headhunter tragen einen großen Beitrag dazu. Zum Beispiel, wir haben im Januar ein Event organisiert für Frauen und haben Frauen aus der PE-Szene eingeladen, um einfach diesen Austausch auf einer neutralen Ebene zu ermöglichen. Und wir merken, dass da eine große Nachfrage im Markt ist und auch die Funds haben eingesehen, dass Frauen eher positiv die ganze Branche sozusagen beeinflussen und auch die Deals und höhere Renditen damit zu erzielen sind. Was ist denn der Grund, wenn es so einfach ist, Frauen reinzuholen, dass bis jetzt der Frauenanteil so gering ist in Private Equity? Ich würde sagen, das ist auch historisch zu sehen. Also in den 80er Jahren, als PE-Funds gegründet wurden, wurden sie von Männern gegründet. Das ist einfach so eine historische Geschichte. Und das hat sich weiter fortgesetzt. Und vielleicht auch der Talentpool an Frauen ist einfach viel geringer. Das ändert sich aktuell auch. Das heißt, die Frauen kriegen einen Einblick in PE und auch zum Beispiel das Nicht-Wissen, was ist überhaupt Private Equity. Schon im Studium war das früher nicht der Fall. Ich kann es von meinem Mann sagen, der wusste es damals auch nicht. Das heißt, diese Informationsquellen, die es heute gibt, die gab es damals nicht. Und der gesellschaftliche Wandel, würde ich sagen auch, der sich gerade mit der Rolle der Frau und so weiter komplett geändert hat im Endeffekt. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, auf jeden Fall, dass sich das auf jeden Fall erhöhen wird. Wo kommen die Frauen her, die im Moment den Talentpool von Private Equity bereichern? Die sogenannten Feeder Companies sind also Investment Banking, Consulting oder auch Accounting. Aber auch mittlerweile ist es so, dass viele Funds sagen, okay, wir nehmen auch gerne jemanden aus dem Corporate, also Corporate M&A zum Beispiel. Genau. Sie haben vorhin gesagt, mehr Frauen bedeutet mehr Rendite für Private Equity. Warum? Weil Frauen sehen die Investments aus einer anderen Perspektive. Sie bringen andere Einsichten oder andere Skills mit, die das Ganze mit den Männern zusammen einfach bereichern, einfach positiver. Da gab es unzählige Studien, zum Beispiel auch McKinsey hat sehr viel dazu gemacht und kam raus, dass ein Anteil von 20% in den Teams zu höheren Renditen führt. Was sind konkret die Beiträge, die Frauen leisten, die vorher nicht da sind? Andere Social Skills zum Beispiel. Ich würde jetzt nicht diese klassischen Männer-Frauen-Charakteristika jetzt hier irgendwie betonen. Man sagt, Frauen werden risikoaverse, das würde ich nicht unbedingt unterschreiben. Es gibt solche und solche. Aber ich glaube, die Kombination aus beiden macht die Teams einfach viel effektiver und viel erfolgreicher im Blick auf Deals. Es gibt ein Klischee, ich konfrontiere Sie mal damit, Sie können sagen, ob es richtig ist oder falsch. Ja. Es gibt ja Produkte, die eher, sagen wir, Männerprodukte sind, Autos, Maschinen, und Produkte, die eher Frauenprodukte sind. Keine Ahnung, Kosmetik, Tourismus, Gastronomie beispielsweise. Kann man sagen, dass Frauen manche Investment Cases besser verstehen, theoretisch, als Männer, oder ist das Quatsch? Jein. Ja, also natürlich gibt es Frauen, die sich vielleicht auch einfach mehr interessieren für Sachen aus dem Consumer Retail, aber genauso gibt es Frauen, die auch gerne Tech zum Beispiel machen oder andere Sachen. Also ich würde das nicht unbedingt so unterschreiben. Was sind denn Ihre Tipps für Frauen, die jetzt in Private Equity reinschnuppern, wie die wirklich Karriere machen können? Ich habe drei Tipps. Erster Tipp wäre einfach, an sich zu glauben.
niemanden kopieren, einfach sagen, okay, ich schaffe es. Ja. Der zweite Punkt wäre einfach mutiger zu sein, auch mutiger zu sein und zum Beispiel auch mit uns zu sprechen, weil wir haben auch eine Studie intern gemacht. Wir brauchen 8 Anläufe, um Frauen zu überzeugen. Im Gegensatz brauchen wir 2 für Männer. Das heißt, da ist schon mal mehr Mut gefordert und auch mutiger, ja, einfach über den Tellerrand zu schauen und sagen, okay, ich schaue mir diese Branche auch mal an. Und der dritte Punkt wäre der sehr wichtig, einfach mehr zu netzwerken. Auch so Events zum Beispiel, die wir organisieren, also im Januar und jetzt im November nochmal, aber auch die Events, die die Kunden organisieren, da einfach mal teilzunehmen und reinzuschnuppern und auch über Praktika einfach versuchen zu schauen, okay, ist die Branche was für mich? Kann ich mich da weiterentwickeln? Was sind da die Entwicklungsmöglichkeiten, da Karriere zu machen? Und ich glaube, das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Und was haben Sie für Tipps für Private Equity Fonds, die das Problem erkannt haben und versuchen, Frauen für sich zu gewinnen und nachher zu integrieren? Was müssen die machen, damit das gelingt? Ich würde sagen, sie müssen sich erstens öffnen, den Frauen gegenüber, auch die Prozesse besser gestalten. Das heißt, es ist Qualität gefordert und nicht Quantität. Das heißt, wir brauchen mehr Frauen. Heißt aber nicht, ich nehme irgendjemanden, sondern es ist wirklich die Qualität zählt, die Leistung, die Skills. Andererseits auch intern eine offene Feedback-Kultur fördern. Auch die Beförderung, also Transparenz bei der Beförderung zum Beispiel sollte da sein. Und Frauen auch nicht anders behandeln, ja, sondern wirklich auch während des Interviews und später in dem Team wirklich Gleichberechtigung im Team. Und ich glaube, das ist dann der richtige Weg. Und wir sind sehr gut dabei, würde ich sagen. Danke. Überraschende Aussagen zum Teil, aber auch positive. Zum Schluss noch 3 Fragen von Finance TV, auch für Sie mit der Bitte um die ganz kurze Antwort. Die erste eine Entweder-Oder-Frage. Aus welchem Grund setzen Männer in Private Equity bislang fast ausschließlich auf andere Männer in ihren Teams? Aus Desinteresse, aus Mangel an geeigneten Kandidatinnen oder aus Machismo? Ich würde sagen, der Pool an den Kandidatinnen bisher war der Grund. Die zweite Frage, eine Ja- oder Nein-Frage. Ab wann wird der Frauenanteil in Private Equity spürbar zu steigen beginnen? Wie schon gesagt, wir sind gerade im Aufbau. Das braucht seine Zeit, aber wenn wir weiter fortschreiten, könnte ich mir vorstellen, dass es in 5 bis 10 Jahren, also mittelfristig bis langfristig sozusagen, dass das auf jeden Fall der Fall sein wird. Ja. Und die letzte Frage, wieder eine Ja- oder Nein-Frage. Wird in den nächsten 5 Jahren eine Frau die Führung eines bekannten deutschen Private Equity-Hauses übernehmen? Ja. Ja? Wir werden darüber berichten und sind gespannt, wer es ist. Vielleicht gibt es ja Wetten in der Branche. Danke für Ihren Besuch, Daniela Bremisch bei Finance TV. Danke Ihnen auch fürs Zuschauen. Dieses Thema Frauen in Private Equity wird uns auch bei der Deutschen Investorenkonferenz, unserer Private Equity Konferenz, am 19. September hier in Frankfurt beschäftigen mit der Keynote. Schauen Sie rein, vielleicht gibt es da auch noch andere Aspekte zu schauen. Spannende Veranstaltung. Es gibt noch Karten über unsere Website, ein paar weniger. Ansonsten geht es am Mittwoch hier weiter bei Finance TV mit dem Chef der Indus Holding, auch ein Private Equity-artiger Investor. Und wir können sich ändern, wieder ein Mann. Trotzdem eine spannende Sendung. Schauen Sie rein, wir würden uns darüber freuen. Und bis dahin eine gute Zeit.